Ja, hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind jetzt hier bei Campers Live. Das ist eine neue Webseite, die demnächst online geht. Und sie wird viel präsentieren, was rund um das Thema Camping geht. Weil ich es aber nicht so gut erklären kann, haben wir hier jemanden, der uns das eins zu eins erklären wird. Und ja, Stefan wird die Fragen stellen und ich werde einfach mal die Kamera halten. Das kann ich jetzt in dem Sinne besser. So, ich bin jetzt hier mit der lieben Annegret hier und die möchte uns gerne mal die, diese neue Entwicklung oder diese neue Webseite vorstellen. Was genau macht ihr eigentlich als Firma? Kannst du das in ein paar Worten kurz erzählen? Also wir sind ein Startup. Wir haben eine neue Firma gegründet und zwar wir haben Campers Live gegründet mit unserem Team gemeinsam, weil alleine kann man sowas nicht machen. Wir haben ein tolles Team im Hintergrund. Und zwar ist es Campers Live, eure Erlebniswelt für Freizeit und Freiheit. Das ist eine große Plattform in Kombination Parkplatz und Marktplatz. Parkplatz war toll. Marktplatz und Community. Das heißt, ihr könnt bei uns gucken, was gibt es Neues in der Camperwelt, in der Camperbranche. Aber eben wichtig ist, dass wir eine Pionierplattform sind und mit unseren Campern gemeinsam diese Plattform gestalten wollen. In Form von Reiseberichten, von Blogs, von allem, was interessiert. Auch praktische Tipps, was habe ich vielleicht irgendwo erlebt, was kann ich empfehlen. Das hätten wir gerne bei uns auf der Plattform. Es wird auch eine Kleinanzeigenplattform geben, das heißt von Campern für Camper. Also eine ganz große, breit gefächerte Erlebniswelt, in der sich jeder Camper, ganz egal welchen Alters, quer durch die gesamte Gesellschaftsschicht wiederfindet. Weil Camping ist eine ganz tolle, große Welt, in der wirklich jeder für jeden etwas haben kann, sich unterstützt, hilft, Freundschaften schließt. Und das wollen wir gerne in dieser Form auch online in dieser großen Gesamtheit darstellen, weil das gibt es noch nicht. Es gibt viele Kleinigkeiten, aber wir wollen die große Erlebniswelt komplett darstellen. Und das ist unser Anliegen. Wir haben selbst einen Campingplatz gehabt für viele Jahre und wir wissen ganz genau, wie es da ist und was der einzelne Camper sich wünscht. Aber es trifft auch die, die gerne Fahrrad fahren, die mit dem Boot unterwegs sind oder die einfach nur wandern. Weil alles, was draußen stattfindet, was in der Natur ist, was wirklich naturbegeisterte Menschen erleben möchten, das finden sie in Campers Live wieder. Das ist unsere Welt, die wir für alle gerne darstellen möchten. Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, könnt ihr sozusagen auch so ein bisschen Campingplätze vorstellen und vielleicht, dass die Leute auch dazu ihre Erlebnisse auf diesem Campingplatz präsentieren. Ja. Und auch, wenn sie jetzt Fehler zum Beispiel haben in ihrem Wohnmobil, was ja auch mal vorkommen kann, das heißt, dann hat vielleicht schon mal jemand einen praktischen Tipp dazu, wie man vielleicht irgendein Windgeräusch wegkriegt oder sowas. Du hast es auf den Punkt gebracht. Klappe genau oder so sowas. Möchten wir das gerne super. Haben. Ja, super. Das ist eine schöne wirklich Sache. Wirklich ganz breit gefächert und es kann eine Kleinigkeit sein, es kann etwas Großes sein, wirklich das, was jeden im Herzen berührt und was er gerne mitteilen möchte oder was für andere einfach praktisch ist. Das hätten wir gerne. Es gibt natürlich auch Händler bei uns auf der Plattform. Wir wollen aber auch gerne viele kleinere dabei haben, die eben nicht so die Chance haben, in einem großen Webdesign sich darzustellen und vielleicht in dieser Vielfalt. Und dass ein Camper, der zu Hause sitzt und sagt, ich möchte einen schönen bunten Abend verleben, sich auf unserer Seite wiederfindet. Und was ich jetzt auch vorhin schon verstanden habe, ist, dass du ja auch präsentieren möchtest oder beziehungsweise, dass ihr versuchen wollt, wenn es neue Camper gibt, die ein bisschen in den Markt mit reinzuführen und zu erklären, auf was muss ich alles achten was brauche ich eigentlich so als Grundausstattung für ein Campingfahrzeug auch. Ja. Ne? Und auch wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin oder mit einem Wohnmobil unterwegs bin, wenn ich einen Schnuppertag machen will, worauf muss ich achten? Camper helfen sich per se untereinander immer. Ja. Und das möchten wir eben online auch darstellen. Das ist eine tolle Community, genau, wie wir auch immer wieder erleben. Ja. Also sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank an dich. Ja, ich danke euch. Für das kleine Vorstellvideo. Ja, und dann hoffe ich, dass ganz viele Camper sich bei uns beteiligen, weil wir machen hier eine Pionierarbeit und es lebt in dieser Community, dass alle mitmachen. Es ist wichtig, das Thema. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank.